Ein herzliches Willkommen zu unserer Pressekonferenz. An diesem 14. Spieltag Heimsieg für die Schanzer, heute zu Gast RB Leipzig. Endergebnis, wie gesehen, 1:0. Das erste Fazit gebührt dem Gästetrainer. Ralf, bitte, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, zuerst mal herzlichen Glückwunsch an unseren Gegnern zu den 3 Punkten. Wir haben es heute leider Gottes nicht geschafft, von Anfang an unser Spiel auf den Platz zu bekommen. Ganz im Gegenteil, der Gegner hat uns sein Spiel aufgezwungen. Wenig Spielfluss, viele Unterbrechungen. Ein bisschen wenig mutig auch in der ersten Halbzeit agiert, wie ich finde. Und haben wir dann versucht, eine Halbzeit auch zu ändern. Und war dann auch, glaube ich, ja, trotz wenig Netto-Spielzeit, zweite Halbzeit besser. Wir hatten dann 300-prozentige Torchancen, die wir leider nicht gemacht haben. Einmal hält der Torhüter überragend, einmal schießt man den Ball auf dem Tor vorbei. 2-3 Mal hält der Torhüter gut und ja, deswegen kommt so ein Spiel dann zustande. Es war in der Saison das erste Mal, dass wir kein Tor gemacht haben. Heute war es einfach ja, so, dass das Ding nicht rein wollte. Zweite Halbzeit war okay. Wir haben es versucht, mit allen Mitteln hier einen Punkt mitzunehmen. Hat heute nicht sein wollen, deswegen nochmal Glückwunsch an Ingolstadt. Schade. Dankeschön, Ralf. Mike, dein Fazit zum Heimsieg, bitte. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Die gebe ich natürlich direkt weiter an die Mannschaft, die sich heute hier mit ganz viel Engagement, Leidenschaft, aber auch taktisch gutem Zuschieben der Räume diesen Sieg hier erarbeitet hat. Wir haben uns die ganze Woche sehr intensiv auf Leipzig vorbereitet. Wir wussten natürlich auch, wie stark sie im Offensivbereich sind. Mit welcher Geschwindigkeit sie auf letzter Ebene dann immer wieder spielen. Ich glaube, das hat man heute auch in der einen oder anderen Situation gesehen. Da muss man hellwach sein, auch gerade bei den Anschlussaktionen, beim Durchlaufen der Offensivspieler. Und ich denke aber, dass es insgesamt sehr gut geklappt hat. Dass wir so eine Mannschaft natürlich auch über 90 Minuten nicht zu 100% verteidigen können, das ist klar. Aber auch in diesen entscheidenden Phasen hatten wir entweder heute 2 gute Torleute oder dann auch das nötige Glück. Für uns war es natürlich sehr, sehr wichtig, denn wir wussten, dass wenn alles passt, dass wir auch Leipzig schlagen können. Und für die Mannschaft ist es natürlich ein ganz wichtiger Befreiungsschlag. Auch gerade jetzt erster Heimsieg, freut mich riesig. Für unsere Zuschauer, die uns heute großartig unterstützt haben. Das war wirklich ein Hexenkessel auch und das hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank. Dankeschön, Mike. Es gibt eine Reihe von Fragen. Rollo Fuhrmann, Sky, macht den Anfang, bitteschön. Mike Walpurgis, auf Twitter wird Karl-Heinz Rummenigge zitiert, dass die Bayern eine Wagenladung Weißbier und Weißwurst hierher schicken wollen. Erstens, wie reagieren Sie darauf? Und zweitens, was machen Sie damit? Eieiei, das ist natürlich. Mikro ist aus, oder? Geht's? Ja. Das ist natürlich eine ganz heiße Frage, bin ich natürlich nicht drauf eingestellt. Ich freue mich natürlich erstmal über das Angebot und ich habe bisher hier in München noch keine Weißwurst gegessen. Insofern werden wir das dann mal intern beraten, wie wir damit umgehen. Und Weißbier? Das gehört, glaube ich, dazu. Dankeschön. Dann machen wir weiter. Frank Linkisch vom Kicker. Herr Walpurgis, auch 2 Fragen, 2 kurze. Können Sie schon was zur Verletzung von Martin Hensen sagen? Und die zweite, die Taktik heute, Sie haben mit Dreierkette gespielt. Was war da die Idee dahinter und der Gedanke? Also Martin hat einen Schlag bekommen. Da ist auch der Nerv mit einbezogen. Ich kann es noch nicht weiter sagen. Unser Doki schaut drauf und da müssen wir sicherlich auch noch ein paar Bilder machen. Wichtig für uns war aber, dass der Euer Nyland sofort auch da ist. Auch in der einen Situation hält er hervorragend. Er ist ein klasse Torhüter. Und ich habe ihm auch vor seiner Einwechslung gesagt, dass er jetzt auch direkt da sein muss, dass wir ihn brauchen. Und das war er. Das war schon klasse. Zum System. Ja, wir haben uns das natürlich überlegt, wie wir auch gegen diese gute Offensive aus Leipzig verteidigen. Und da lag für uns die Dreierkette sehr nah. Ich hatte schon vorher im Kopf, aber wir hatten natürlich auch bisher noch nicht die Zeit, um das so intensiv mit der Mannschaft zu trainieren. Insofern
haben wir es in dieser Woche umgesetzt und die Umsetzung war gut und deswegen haben wir heute auch im 3-4-3 agiert. Flo Plettenberg, Bild München, bitte. Zwei kurze Fragen, Herr Walpurgis. War das mit all der Emotion, mit den Punkten, war das schon so eines der geilsten Spiele Ihrer Karriere bisher? Ja, auf jeden Fall war es ein tolles Spiel, weil insgesamt natürlich für uns alles passte. Spricht für Sie die Bescheidenheit. Dennoch, die Spieler haben eben nochmal betont, sie hätten selten so eine herausragende Gegenanalyse bekommen. Können Sie uns da nochmal Einblick gewähren lassen? Was war der Clou, den Sie ausgemacht haben beim Gegner? Ja gut, das versuchen wir jede Woche. Also wenn das die letzten Wochen nicht der Fall war, dann müssen wir uns auf jeden Fall noch steigern. Also ich kenne natürlich Leipzig auch sehr, sehr gut seit vielen Jahren, weil wir auch immer wieder gegeneinander gespielt hatten. Insofern fällt so eine Gegneranalyse dann noch etwas leichter. Entscheidend ist immer die Umsetzung. Also wir können noch so gute Analysen machen und wenn wir die Spieler haben, die es nicht umsetzen, dann haben wir ein Problem. Die Jungs haben es toll angenommen und mussten da natürlich auch vertrauen, weil ich jetzt auch das System umgestellt habe. Sie haben sich sehr wohl gefühlt im 4-2-3-1. Und ich bin froh, dass sie das heute auch so angenommen haben. Christian Eichler von der FAZ, bitteschön. Eine Frage an Herrn Hasenhüttl. FCI hat ja heute manchmal an gute und beste Hasenhüttl-Zeiten, erinnert mich jedenfalls. Sie auch? Hat sich das heute manchmal so angefühlt, als würden Sie gegen sich selber spielen? Nee, das waren gute Walpurgis-Zeiten. Dementsprechend Glückwunsch. Kurze Anschlussfrage. Ist ja eine sehr junge Mannschaft, die Sie haben, für die es bisher immer aufwärts gegangen ist. Auch in dieser Saison ja noch keine wirklichen Rückschläge. Ist das jetzt eine schwierige Situation, das aufzufangen, dass da jetzt keine Enttäuschung ist, dass man sich ein bisschen hängen lässt? Oder wie sehen Sie die Situation jetzt? Das können Sie sich dann am nächsten Samstag angucken, was die Reaktion darauf sein wird. Reinhard Franke von Sport 1 hat eine Frage noch. Entschuldigung, richtig, da hinten waren wir, bitte. Stefan Krause, Bild-Zeitung Leipzig. Herr Krause, Trainer, ganz kurz, Timo Werner und Josef Paulsen waren heute wirklich nicht wirklich zu sehen. Inwiefern denken Sie, dass da noch was nachgeblieben ist beim Timo vom letzten Wochenende beziehungsweise bei Josef wegen seiner Verletzung? Habe ich auch gesehen, waren heute nicht so im Spiel. Jussi hat ein bisschen Probleme gehabt mit dem Sprunggelenk, vielleicht nicht die richtige Entscheidung gewesen, ihn von Anfang an zu bringen. Und Timo war nicht so frei, aber war zwar natürlich auch schwer heute gehabt, groß im Fokus, Pfiffe habe ich auch gehört gegen ihn. Und natürlich auch dann schön bearbeitet worden, aber ist klar, ist jetzt natürlich in einer Situation, wo er nicht darauf warten kann, dass er geschützt wird und deswegen war das so zu erwarten. So, den Reinhard Franke haben wir noch als nächsten gehabt, Sport 1, hier vorne. Ja, wir brauchen das Mikro, Reinhard. Herr Hasenhüttl, wie war es denn generell für Sie, hier nach Hause zu kommen? Und zweite Frage, kein Team kommt ohne Niederlage durch die Saison. Ist das eine Niederlage, die jetzt auf Ihre Vergangenheit bezogen ein bisschen nicht so weh tut? Wie sehen Sie es? Niederlagen tun immer weh, ganz egal gegen wen. Und was war die andere Frage nochmal? Was denn, nach Hause zu kommen? Also, ja. Ja. War schon ein bisschen anders, als in ein anderes Stadion zu gehen, aber im Endeffekt wäre es mir lieber gewesen, wir hätten was mitgenommen, klarerweise. Ich sehe das nicht als gerade hier oder ausgerechnet hier. Man möchte immer was mitnehmen. Und wir haben aber auch vor der Saison gesagt, dass wir eine junge Mannschaft haben und solche Aufgaben, die wir heute hier bekommen haben, die zu lösen. Dazu braucht man ja viel Mut und dann auch im richtigen Moment das Quäntchen Glück und natürlich auch noch mehr Entschlossenheit. Von allem haben wir heute nicht gerade überschwänglich viel gehabt und deswegen haben wir das Spiel verloren. Dankeschön. Der Sebastian Fischer von der SZ hatte noch eine Frage. An Herrn Hasenhüttl auch, diese tiefe Dreierkette, war das was, was Ihnen in dieser Saison noch nicht so begegnet ist, Ihren Spielern, war das neu jetzt? Nee, das haben wir auch in Freiburg schon gehabt, aber da haben wir im richtigen Moment die Tore gemacht. Wir hatten ja auch Chancen, zweite Halbzeit, es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier praktisch komplett unter Druck waren und nicht wussten, wie wir uns des Drucks erwehren sollen. Wir waren schon so, wenn ich sehe hier, Torschüsse, glaube ich, waren 13-4, also es ist schon so, dass wir auch mal aufs Tor geschossen haben, also das
Wir hatten das in der Saison schon mal. Wir hatten auch in der zweiten Halbzeit bessere Lösungen, aber leider Gottes hat die Präzision zum Schluss gefehlt und deswegen haben wir heute hier verloren. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Dem ist nicht so. Dann wünschen wir Ihnen einen schönen Restabend. Unseren Gästen eine gute Heimfahrt. Bis zum nächsten Mal im Audi Sportpark.